Herzlich willkommen zu Kochen für den Arsch, die Show zum Kochbuch von Goldeimer. Heute Folge 2. Auch dieses Mal wieder mit dabei, Micha Fritz, Wasserbändiger und Mitbegründer von Viva Con Agua. Es ist mir eine besondere Ehre, Kochen für den Arsch anzukündigen. Die erste, beschissenste und sozialste Kochshow der Welt. Und ich freue mich riesig. Mach einen großen Applaus für Maike, the host of today. Sie ist 1Live-Moderatorin und Galileo-Reporterin aus Köln und ein 10 von 10 Gute-Laune-Freshtags. Und aufs Klo, bei mir am liebsten schnell, konzentriert, nicht zu lange aufhalten. Und der Hocker war eine Offenbarung. Und was wird heute gekocht? Heute gibt es Turbo Tasty, darmgesundes Frühstück mit einem beerigen Buchweizenporridge und einem grünen Smoothie. Viel, viel schöner, wenn man zusammen kocht und schnippelt. Und deswegen habe ich auch noch eine Gästin heute hier. Rache Rinas ist da. Warte, komm, ich freue mich auch. Vorher muss nachher das hier geklärt werden. Sie ist Profifußballerin und Comedian. Sie ist Rachel Lader. Sie bringt uns alle zum Lachen, hat ein eigenes Klamottenlabel und der Van heißt Kalle. Herzlich willkommen. Und Klo geht bei mir immer nur direkt nach dem Kaffee morgens. Und wenn ich das verpasse, dann kann ich den ganzen Tag nicht mehr. Echt? Ja, es ist so. Entweder oder gar nicht. Nee, dann kann ich den ganzen Tag nicht mehr, muss warten bis zum nächsten Tag wieder um die gleiche Uhrzeit. War das immer schon so? Das es gab Zeiten, da konnte ich 5 Tage lang nicht auf Toilette hintereinander. Ja, deswegen, ich freue mich so. Also ernsthaft, ich finde das ganz schrecklich. Natürlich ist das schrecklich. Ich war auch so ein richtiger Heimscheißer. Ich konnte, man darf das jetzt ja sagen. Ja, wir dürfen kacken, scheißen, pupsen. Pupsen auch? Ja, genau. Und ich konnte nie auswärts. Immer schlecht als Leistungssportlerin. Ich wollte gerade sagen, Auswärtsspiel. 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 Ach ja, apropos, wir haben da noch was für dich. Challenge time. So, jetzt. Zeig das. Kleiner Vorführeffekt, was du drauf hast. Wir prüfen es jetzt mit einer Klorolle. Hochhalten jetzt? Ja, hochhalten. Okay, ich kann das ja schon nicht mit Ball. Hallo. Zählt jemand mit? Bravo! Rache Rinas, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, wir beide kochen zusammen. Wir machen ein Porridge. Nein! Doch! Ich liebe das. Ja. Ich liebe Porridge. Das ist nämlich Lieben mein, ist ein großes Wort. Das ist ein großes Wort, aber ich liebe Porridge wirklich, weil das so mein Energielieferant ist. Wir haben tatsächlich ein bisschen was vor und müssen auch noch Getreide kochen. Wir haben Buchweizen. Oh. Yep. Damit habe ich noch nie gekocht. Ganz hübsches Getreide. Schau mal, wie schön es aussieht. Sind die kleine Herzen? Ja, es sind kleine Herzen. Oh. Ja. Buchweizen ist ein Pseudogetreide. Das heißt, er sieht aus wie Getreide, schmeckt auch so, ist aber keins. Und das macht ihn zu einer guten Weizenalternative für Menschen, die kein Gluten vertragen oder auch für die, die aus anderen Gründen kein Weizen essen möchten. Buchweizen steckt voller Ballaststoffe, die bringen die Verdauung in Schwung und sind die optimale Ernährung für unsere wichtigen Darmbakterien. Allerdings solltet ihr am besten geschälten Buchweizen essen, denn in der Schale können Schadstoffe stecken. Ja. Genau, wir haben Buchweizen, Leinsamen, Dinge, mit denen wir das nachher noch süß machen können. Aber das Wichtigste ist, dass wir dieses Korn weich bekommen. Okay. Wir brauchen 450 ml Wasser. Ach, guck mal, hier ist ja schon Wasser. Zack. Das machst du ganz, ganz toll. Dann machen wir das Buchweizen rein und können uns direkt schon um den Smoothie kümmern. Sehr gut. Perfekt. Bananen, das beliebteste Obst in Deutschland tatsächlich, ja. Jungspinat, Leinsamen, wieder ganz wichtig. Es geht ja darum, dass wir darmfreundlich kochen. Ja. Und bei mir geht es jetzt hier tatsächlich schon los. Bei den Dingern. Ich kann keine Äpfel essen. Nein! Doch! Okay, das ist hart. Also ich kann einen Apfel essen, ich bin dazu durchaus in der Lage. Ich bin einfach tot. Nee, das nicht, aber ich krieg Bläschen und die Ohren jucken und es ist super, super unangenehm. Wie ist das bei dir mit deiner Laktoseintoleranz? Intoleranz oder Unverträglichkeit? Unverträglichkeit. Was heißt denn nicht vertragen? Wir machen mal hier, wir nehmen mal das ganze Zeug mit rüber. Soll ich mal währenddessen schon anfangen zu schneiden? Genau. Weil ich bin extrem gut multitaskingfähig. Merke ich schon. Genau, die Frage, nee, wir machen das erstmal, machst du?
mit der Laktoseintoleranz, ich habe das so gemacht, dass ich irgendwann von normalem Cappuccino auf Hafermilch-Cappuccino umgestiegen bin. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, eben Milch oder Joghurt in Porridge geht einfach nicht so gut. Ich hatte echt richtig krasse Bauchschmerzen. Mhm. Und das Schlimmste aller Zeiten ist Sahne. Also wirklich, ja. Sahne. Was passiert da? Das, wir dürfen über alles reden, auch wenn Essen hier liegt. Ich weiß nicht, ob man das wissen will, aber ich kann gerne darüber sprechen. Durchfälle, ja, pass auf. Okay, eine ganz schnelle Anekdote. Ja. Aber ich würde jetzt mal nicht die Äpfel schneiden, weil wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen. Und da ich das hier nicht moderieren möchte, weil ich möchte gerne mit dir zusammen weiter... ja, nee, die Äpfel lassen wir raus. Ich würde Banane nehmen. Okay, okay. Ich wollte ja jetzt die Story erzählen mit der Sahne. Also Sahne ist so übel. Okay. Das ist, ich habe so viele Sahne-Stories und ich weiß auch ganz genau, dass ich Sahne nicht vertrage. Mhm. Aber Sahne ist ja wohl mit Abstand. Ist halt leider geil. Das ist so geil. Und naja, auf jeden Fall war ich bei meiner Oma. Mhm. Und meine Oma ist jetzt fast 90. Mhm. Und dann hat sie gesagt, komm, ich mache dir wieder wie früher Erdbeeren mit Sahne. Und dann habe ich gedacht, komm, das kann ich jetzt ja nicht... Kann ich ja jetzt nicht sagen, nein. So, und dann hab ich gedacht, okay, geht schon. Und ich musste danach direkt losfahren, weil die wohnt in St. Gallen. Mhm. Und dann bin ich danach direkt zur Bahn. Dann habe ich diese Erdbeeren mit Sahne gegessen, 5 Minuten, gar kein Thema. Schön mit dem Koffer in die Bahn. Und das ist so eine kleine, süße Schweizer Bimmelbahn. So, ja, die Heidi, dich Heidi Land. Ja, oder? Genau. Oh, du kannst jodeln. Ja, das notiert, kommen wir gleich nochmal zu. Okay. Und auf jeden Fall gab es da keine Toiletten. In dieser verdammten kleinen süßen Bahn. Jetzt wird's spannend. Ja, und ich habe angefangen, dann hat's angefangen. Wirklich, ich saß da so, also ich saß da so, hier für euch. Ich saß da wirklich so. Und das und ist... die Leute dachten, was ist mit dieser Frau los? Und ich habe geschwitzt und sonst irgendwas. Und ich so dachte, ich scheiße mich jetzt ein. Zwischen den Bergen, irgendwo in St. Gallen. Und dann ist sie aber angekommen und es gibt immer diese Schübe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mal musst du richtig krass und dann hast du diese Chance zu sprinten. Und dann geht's auf einmal. Ja, genau. Auf einmal, ja, Körper dann gingen die Türen auf. Genau. Dann gingen die Türen auf. Ich konnte gerade laufen, hab meinen Koffer genommen, bin rausgesprintet. St. Gallen, unten gibt's so öffentliche Toiletten. Mhm. Da war eine Frau, die hat gerade 2 Franken. Und du in, so. Und ich so, Entschuldigung, bam! Und dann bin ich einfach durch dieses Ding, zack. Und dann diese Erleichterung. Ich habe fast geweint das vor Freude. Und die Frau. Und ich habe nur gerufen, Entschuldigung, sie kriegen die 2 Franken gleich wieder. Und dann hat sie geschrieben, hat sie so gerufen, oh, Preisproblem. Ganz süß, aber ich habe ihr die natürlich wiedergegeben. Ja. Hast du denn auch schon mal sowas gehabt? Ja, ich hatte mal, ich habe mir mal den Norovirus eingefangen. Boah, ne. Also man verliert, wenn man den Norovirus hat, das ist, der Darm entleert sich rasend schnell. Und es riecht ganz schrecklich, es ist ganz elendig, ja wirklich. Und dein ganzer Körper entleert sich einfach und du dehydrierst und du kannst gar nicht so viel Wasser trinken, wie dein Körper ausscheidet. Ey, ist ein absoluter ich möchte jetzt gerade nochmal. Ja, es ist ganz, ganz grauenhaft. Hör auf zu lachen, ging nee, sehr schlecht. Nee, ich lache nicht darüber, ich lache gerade über die Situation. Sonst diese Kochstudios, ne? Weißt du? Ja, eigentlich, wenn, ne? Wenn du so denkst, oh, ja. Voll lecker und hier ein paar süße Himbeeren und so und wir reden hier einfach über das Scheißen. Aber ich finde das gut. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Das ist so ein richtiges, faule Leute-Frühstück. Man muss das nicht mal schön schneiden, weil das kommt eh alles gleich im Mixer. Schön. Du hast es schön. Ja. Buchi ist ready. Sprechen wir jetzt nur noch mit Buchi? Nein, 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 wir reden wieder ordentlich. Okay. Also, unser Buchweizen ist wunderbar aufgequollen. Ja. Ist wirklich gut. Hier, möchtest du mal? Ja, unbedingt. Willst du mich füttern? Das ist jetzt... Hui! Ich will tatsächlich auch mal gleich wissen, wie das... Ist gut, also geschmacklos. Also, richtig, super lecker. Ja, schmeckt einfach mal fast nichts, mal aber hier. Deswegen machen wir doch dann das ganze andere Zeug hier rein. Ja, okay. Leinsamen und das sind tatsächlich 6 Esslöffel. Das sieht wahnsinnig viel aus. Das sieht sehr viel aus. Wollen wir erstmal weniger nehmen?
Leinsamen sind ein echter Katalysator für die Verdauung. Sie enthalten Stoffe, die im Darm Wasser binden und aufquellen. Das macht den Darminhalt voluminöser und das regt die Verdauung an. Die darin enthaltenen gesunden Öle, die sorgen außerdem für eine Art Schmierschicht. Das heißt, der ganze Darminhalt flutscht einfach besser durch. Und das macht Leinsamen auch ein pflanzliches Mittel, das durchaus bei Verstopfung helfen kann. Ja, ich glaube, lass uns erstmal den Brei anrühren. Ja. Das ist jetzt was für eine Milch? Das ist Mandelmilch. Oh ja. Ne? Das ist sehr gut. Jetzt, ich glaube, rühren, wo ist denn unsere Rührgabel? Ja. Ne? Oh, das Geräusch ist sehr gut. Schön, schön brauner Brei. Ich hätte jetzt gerne noch Vanille drin. Ja, ich auch. Zimt und Vanille sind natürlich mega lecker im Müsli und sie sollen auch gut für die Verdauung sein. 100% erwiesen ist das zwar nicht, aber es gibt durchaus Hinweise darauf, dass Zimt Speisen bekömmlicher machen und sich positiv auf das Körpergewicht auswirken könnte. So, ja. Hier haben wir Vanille. Ich merke schon, du bist ein bisschen Vanille erprobter als ich. Alles da rein? Ja, danke. Guck mal, Teamwork. Okay. Deswegen macht Kochen ja auch zusammen. Viel mehr Spaß! Wie ist es eigentlich? Kann es passieren, dass man auf dem Platz steht und plötzlich denkt, jetzt wäre richtig geil? Das ist so der Albtraum eines jeden Fußballers, glaube ich, oder auch einer jeden Fußballerin, dass du auf dem Platz stehst und dann einfach Durchfall bekommst. Also was ich auch habe, und ich dachte immer, ich bin ganz alleine damit, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe aber jetzt vor kurzem mit Freunden darüber gesprochen, ob die das auch haben. Ich kann nicht joggen gehen, bevor ich nicht auf Toilette war und mich quasi einmal entleert habe. Denn sonst passiert genau das. Ich gehe joggen, 5 Minuten später fängt es an zu grummeln und dann muss ich auf Klo. Mhm. Es gibt eigentlich schon ich habe so eine Foto-Story schon mit meiner besten Freundin, die diese Fotos kennt, wenn ich quasi so stehe und mich so fotografiere, dann weiß sie Bescheid. Sie muss mich anrufen und mich runterlabern, dass ich mir jetzt nicht in die Hose kacke. Weil ich ganz oft einfach beim Joggen plötzlich auf Klo muss und es ja auch nicht überall Toiletten gibt, zum Beispiel im Wald. Und dann, aber beim Joggen hast du das, aber auf dem Platz hast du es? Nee, auf dem Platz habe ich das nicht, aber beim Joggen. So bei so Ausdauer, ja gut, Fußball ist auch Ausdauer, aber da hast du immer verschiedene Geschichten. Aber das beim Joggen, ganz, ganz schlimm. Und meine beste Situation war mal, da stand ich so im Stadtwald in Köln und die ganzen Leute sind so an mir vorbeigegangen, haben sich gefragt, was ich da mache und dann war es mir irgendwann so unangenehm, dass ich mich einfach so gedehnt habe und einfach so getan habe, dass ich mich dehne und eigentlich wo bist du hingeraten dann? Ich habe das ausgehalten. Ich habe es wirklich ausgehalten und dann immer wieder von diesen Schüben, die ich dir erzählt habe, immer wieder in diesen Schüben bin ich dann immer weitergelaufen, dann kam wieder einer. Und dann weiter. Das ist eigentlich so das Allerschlimmste, weil das sind ja Situationen, in denen es einem unangenehm ist, dass man muss, das, was wir alle haben, was jeder hat, wo dann immer so getan wird, ist schon okay, mir geht's nicht gut. Überleg mal, du möchtest einfach nur sagen, bitte haltet an, ich muss ganz dringend. Und das ist so schambehaftet, dass es oft einfach nicht gemacht wird. Ja, das ist so. Aber Gott sei Dank ist zum Beispiel bei uns in der Mannschaft das ist eigentlich kein Tabuthema. So. Die Flohsamen kommen ganz am Ende, die quillen nämlich richtig auf. Mhm. Die Toppings kommen natürlich auch am Ende, wenn wir anrichten. Mhm. Deswegen können wir uns jetzt dem Smoothie widmen. Jawohl. Für uns Vollprofis ganz unkompliziert alles in den Mixer. So. Was haben wir denn da alles Schönes? Kennst du das? Hm? Kennst du diese Werbung? Das hier ist Froop. Da kommen die Erdbeeren nicht so einfach in den Becher, sondern in den Mixer! Also jetzt kommt unsere gehackte Fenchelknolle da rein, Sellerie und Banane. Babyspinat. Zitrone rein, dann Joghurt. Diese Leinsamen können auch schon rein. Auch einfach voll reinhauen, ne? Das ist Minze, wichtig. Das ist Minze? Mhm, getrocknete Minze in dem Fall. Mhm. Oh! Okay, das riecht mega. Gut. Das riecht geil. Schade, dass man so bei Videos dass man das nicht riecht. Deswegen müsst ihr das nachkochen. Müsst es selber machen. Kleiner Spaßfakt am Rande. Dieses Rezept gibt's auch im Buch. Kochen für den Arsch. Damit kannst du es zu Hause nachkochen. Nie vergessen, den Mixer auch wirklich zuzumachen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und
diese Löcher hier zu schließen. Richtig. Bevor wir final anrichten. Du musst aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Nee, ich muss erst aufs Klo. Nee, ich Go. Muss dann. Das sieht schon mal sehr geil aus. Aber jetzt sieht es aus, als wäre es dringend mal wieder Zeit für eine Klopause. Herzlich willkommen zur Klopause. Bei Viva Con Aqua heißt es ja laut, leise und klein laut. Aber wir sind hier glücklicherweise bei Goldeimer. Und da heißt es nämlich knüllen, falten oder rollen. Soll ich jetzt vormachen? Ja, gerne. Also, wäre für die Zuschauerinnen wahrscheinlich. So. Ja. Mhm. Das ist das klassische Falten. Ja, Falten. Falten. Rollen kann man. Was macht sie? Ich sag dir, es ist lebensverändert. Was passiert jetzt? Ich weiß wo. Was machst du auf dem Klo? Das ist ganz wichtig. Das Ding ist ganz wichtig. Nein! Wo lebst du denn? Wo lebst du? Herzlich willkommen zur beschissensten Quiz-Sendung der Welt. Ich bin Ihr Shitmaster. Oh. Wenn Sie dieses Geräusch hören, dann hat eine von den beiden Kandidatinnen gebassert. Darum geht's. Ich stelle Fragen, weil wir wollen natürlich wissen, was Sie überhaupt über den Reizdarm wisst. Jetzt wird getestet. Erste Frage. Wie lang ist der Darm? 6 Meter. Wow. Ciao, das ist richtig. Echt? Also 6 bis 7 Meter, würde ich sagen. Ich würde sagen, das gilt jetzt auf jeden Fall ein Punkt. Wusstest du es wirklich? Ich wusste, dass es keine 10 Meter sind. Irgendwas mit ein, aber es war auch Glück. Ich verliere. Aber bleib dran. Fokus jetzt. Ja, einfach Wasser. Mach mir den Fuß. Es ist ja die beschissenste Quiz-Sendung der Welt, deswegen hat auch der Shitmaster keinen Plan von dieser Sendung. Es ist natürlich so, wer verliert, muss trinken. Und zwar Zitronenshots, weil gut für den Darm. Das heißt Zitrone, tust dir was Gutes. Geil. Gönn dir. Geil. Nicht das ganze Ding. Doch, natürlich Shot. Echt? Ja, na klar, Shot. Ganze Ding. Ja, Shot. Alle so nein. Ich so, ja. Einen ganzen Apfelessig, den ich schon Intros habe. Go for it. Okay, weiter. Okay. Zweite Frage. Was ist ein Muckfuck? Ein Muckfuck? Ja, ein Muckfuck. Ich kenne Muckefuck. Warte, ich guck nochmal auf meinen schlauen Zettel. Muckefuck. Echt? Ja, Muckefuck heißt Mann, nein, ich will das nicht. Das ist ein Kaffeeersatz. Ja. Ist korrekt. Ein koffeinfreier Kaffeeersatz. Ich habe in der Corona-Fall nie viel Wikipedia gelesen. Ich glaube, für diesen einen Moment. Cheers. Sorry, ich muss die Frage immer ablesen und die Antworten sind so dick gedruckt. Deswegen kann ich die natürlich nicht so ablesen, weil sonst ihr natürlich die sehen würdet. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung leiden an Reizdarm? Für die Diagnose Reizdarmsyndrom müssen 3 Punkte erfüllt sein. Erstens, es bestehen länger als 3 Monate anhaltende oder wiederkehrende Magen-Darm-Beschwerden, die in der Regel auch mit einer Veränderung des Stuhlgangs einhergehen. Zweitens, die Betroffenen fühlen sich in ihrer Lebensqualität wirklich stark eingeschränkt und brauchen Hilfe. Und drittens, es gibt keine weiteren Symptome, die eine andere Krankheit plausibler machen. Und an diesem Reizdarmsyndrom leiden in Deutschland tatsächlich ganz schön viele Menschen. Na, was glaubt ihr, wie viele es sind? Ich glaube, die Regeln sind jetzt so, dass du... Darf ich was sagen? Ja, du darfst was sagen. Ist es jetzt so mies, so mehr oder weniger? Nein. Wir können es mies machen, willst du es... Also du kannst auch natürlich die korrekte Prozentsatzzahl sagen, weil 31 ist es nicht. Glücklicherweise. Ich muss tatsächlich sagen, ich würde das überspringen. Nein, glücklicherweise, weil weniger daran leiden, nicht wegen dir. Ich würde das fairerweise überspringen, weil ich... Ach so, weil ich einen Tipp gegeben habe. Ja, es ist so, willst du weniger als 31 sagen dann? Weil dann würde ich jetzt dann diesen Shot trinken. Nein. Ich finde, ich wollte gerade sagen, wir hätten diese Runde überspringen können. Ja, nee. Weil ich habe das in der Vorbereitung nämlich gelesen, wie viele es sind. Und deswegen wollte ich mich jetzt melden. Ich habe schon getrunken. Macht weiter. Ich glaube, es sind 10%. Großer Wodka, kann ich mal machen? Es sind 10%?
Ja. Kann ich mal Wodka haben, bitte? 17%. 17? 17%. Oh, verdammt! Aber es ist doch schön, dass wir ihr die Antworten also zur Vorbereitung geschickt haben. Ich hab so hart geschlagen. Egal. Warte, ich muss wieder spickeln für Frage 3. Ich will trinken. Ja. Oh, Lieblingsfrage. Ja. Lieblingsfrage. Das ist deine. Wie oft, keine Ahnung, ob ich das so ausgesprochen habe. Wie oft, also Frage 3. Wie oft furzt ein Deutscher durchschnittlich am Tag? Das ist meine Frage. Und? Ach ey, du alte Pupsmaus. Ja, sag du. 48 Mal. Nee, also das ist ein bisschen viel. Das war auch nicht aus eigenem Erfolg. Das ist viel. Ne? Also, ich habe auch gerade während ich habe eigentlich heute schon gepupst. Das ist schon viel. Aber in der Nacht pupst man, glaube ich, ganz viel. Ja, vielleicht in der Nacht. Ich gehe mal auf. Ich sage 35 Mal. 35. Dann hast du gewonnen. Das sind 10 bis 20 Mal. Also, finde ich gar nicht so viel. 48. Das ist nicht mal einer pro Stunde. Aber nicht, wenn man eine Laktoseintoleranz hat. Dann ist es mehr. Also mich würde mal interessieren, ob jemand aus der Crew hier, aus dem ganzen Set, schon gefurzt hat während der Zeit. Also die haben ja mehrfach gefurzt. Die haben mehrfach gefurzt. Persönlich gegen die Band. Ja, aber wenn du 10 bis 20 Mal furzt, dann hat hier jemand gefurzt. Ich habe heute noch nicht gefurzt. Ich glaube, ich habe auch noch nicht gefurzt. Ich sag mal pupsen. Ihr könnt es euch ausrechnen, das ist statistisch genauso wie viele homosexuelle Profifußballer es im Fußball gibt. Ja, viele. Ja. So, in meinen Namen nennen. Ah, Cliffhanger. Prost. Ah, Prost. Nein. Ich muss das verraten nicht. Wir in der nächsten Kochshow. Und? Schmeckt? Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. So, hier, auch nochmal hier. Nicht lang, schnacken, fairer. Koppelnacken. So. Okay, die ist ein bisschen schwieriger für mich zum Vorlesen. Ja. Frage 4. Welche der folgenden Aussagen über den Darm ist korrekt? Die Oberfläche des Darms ist so groß wie 2 Fußballfelder. Der Darm kann den Rückwärtsgang einlegen. 50% der Magensäure wird vom Dünndarm produziert. Der Blinddarm kontrolliert die Härte des Stuhlgangs. Was davon jetzt richtig ist? Ja. Ich sag, das zweite ist richtig. Was war das? Kannst du mal vorlesen? Ja. Das ist richtig, aber ich kannst du mal vorlesen? Ja. Der Darm kann den Rückwärtsgang einlegen. Ja, genau. Rückwärtsgang. Ja. Ja, aber ja, klar, ja, erklär mal. Nee, ich habe das irgendwann mal, ich glaube, ich hatte das mal im Biounterricht, ehrlich gesagt. Aber was heißt denn das? Kommt das oben wieder raus? Nee, einfach. Ah, kotzen. Also, nein, nicht kotzen? Nein. Nee. Na ja gut, kotzt ist ja noch im Magen. Das ist lustig. Das wäre das schlimm, wenn es aus dem Darm noch mal nach oben käme. Eine hinter der Kamera macht so, eine so. Ja, aber macht das nicht auch, also, das, wenn du, also, habt ihr das nicht auch manchmal, dass ihr denkt, der Kackschiff malt schon. So, ne, sagt man ja schön. So ich fände das süß, wie der so eine Raupe, die rückwärts. So, und dann kommt er wieder zurück, also rückwärtsgang. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich sage, ist richtig. Nach Heller rechts. Ich habe das ganz genau hier beobachtet. Alle Leute nicken. Unsere muskuläre Dickdarmwand befördert die nicht verdaulichen Bestandteile unserer Nahrung permanent in wellenförmigen Bewegungen der Peristaltik Richtung After, wo sie dann als Kot ausgeschieden werden. Und könnte der Darm nur in diese eine Richtung arbeiten, dann müssten wir so ziemlich permanent aufs Klo rennen. Deswegen können der aufsteigende Anteil des Dickdarms und der Blinddarm tatsächlich den Rückwärtsgang einschalten, sodass der Darminhalt auch hier gespeichert werden kann und wir zwischen unseren Klogängen auch ein paar Dinge erledigen können. Das heißt, je nach Ernährungsform und Gewohnheit müssen wir in der Regel 1 bis 3 Mal oder sogar nur alle paar Tage auf den Kopf. Wanda. Ich dachte, das wäre so groß wie 2 Fußballfelder. Mm-mm. Wie unangenehm. Ich mache die ganze Zeit weiter, weil ich so siegessicher war. Wie steht's? Ich glaube, sie wollte uns ablenken dem Talk. Ich bin noch hinten. Ne? Ja. Komm, nächste. Also, kleine Dame. Ich muss aufholen. Letzte Frage. Oh, wirklich einfachste Frage. Schafft ihr beide locker. Nenne eine Möglichkeit, wie ihr Biber, Conagua oder Gold einmal unterstützen könnt. Ciao. Ganz einfach spenden. Jeder kann spenden. Und wenn es nur kleine Beträge sind, wenn ganz viele Leute ganz viele kleine Beträge zusammen häufen, bin schon voll im Thema, dann kann man vieles bewirken. Und folgen, teilen, mitmachen und anderen Leuten, Freunden, Familienmitgliedern erzählen, dass es
Goldeimer und lieber Knacker. Ja. Viel Spaß mit eurem Reizdarm. And the winner shits it all. The winner shits it all. Ich muss sagen, starkes Darmwissen. Wollen wir, ne? Ja, aber ich glaube, erst komm, ich trinke auf euch beide. Vielen Dank, dass ihr Teil dieses sozialen, kulturellen Experiments seid. So, ab in, ab in die Küche mit dir. Let's go! Viel Spaß euch! Danke! Ich bleib einfach hier sitzen. Oh. Ja, ich hasse das, wenn die Leute den Klodeckel nicht runter machen. Ja, ich kenne das. I feel it. Platz ist da, damit es gleich noch besser fluppt. Ich wollte eine Hand hoch, weil ich Angst habe, dass das hier... Und wollen wir noch einen kleinen Schluck Wasser mit reinmachen? Ja. Warte. Vollgas? Ready? Ja, ich halte fest, du gibst Gas. Geil! Mega! Wunderschön! Ist ja auch immer, wie lange man das jetzt... Ich glaube, der ist gut. Meinst du? Ja. Okay. Lassen wir den kurz ruhen und machen das Porridge fertig. Ja, jetzt kommt meine, meine Lieblingsphase. Möchtest du das machen? Guck mal, ich besorge uns schon mal. Oh ja. Statt Äpfel bin ich ein riesengroßer Beeren-Fan. Ich liebe Beeren. Himbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren. Und tatsächlich, ganz profan, mein allerliebstes. Liebe ich auch. Sie liebt den DJ. So, hörst du auch gerne Musik beim Kochen? Tatsächlich höre ich beim Kochen eigentlich immer nur Hörbücher. Ich bin ein riesiger Hörbuchfan und besitze tatsächlich über 800 Hörbücher, die ich alle auch selber gehört habe. Okay, Porridge ist drauf. Gut, dass wir das geklärt haben. ja, und jetzt darf ich dekorieren, oder? Ja, wir dekorieren. Das ist für mich damit so das Wichtigste, ne? Allerdings, warten Sie. Hübsch. Mach mal bitte erstmal die Früchte rauf. Ja, ich bin also. Die schönen Schalen kommen von Rachel. Ja, nee, das ist einfach. Ich weiß nicht, ich mag das, wenn das so ein bisschen. Wo möchtest du denn die Mandeln jetzt hin haben? Gerne so drüber. Ja? Ja, so. So. So? Das, ja. So ist schön. Ich glaube, ich muss meine Bowl noch mal aufräumen. Nee, das ist gut, die Bowl. So. Der apfelfreie grüne Smoothie. Boah, das riecht irgendwie richtig geil, aber auch so sauer. Das ist mal recht dickflüssig, ne? Mhm, aber das ist ja ganz gut. Kaum zu fassen, dass wir es geschafft haben, dass es so schön aussieht. Ja gut, das verwundert mich nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn wir beides feiern, ist ja einfach. Das ist wunderschön. Aber Micha holen wir auch noch dazu. Yes. Micha! Getestet! Getestet! Ich muss sagen, wie es schmeckt. Guck dir das bitte an. Wow. No. Schau mal. Das ist unser Buchweizen-Porridge mit einem grünen Smoothie. So, komm, ich nehme hier meine... Da bin ich leider raus. Ich habe so ein Bananentraumata. Echt? Ja. Echt? Bananen? Ja. Was ist denn ein Bananentraumata? Ich will auch nicht so viel drüber sprechen. Okay, okay. Nee, ob es in Gemüseabteilung zu lange gearbeitet. Und wenn ich immer in diese Bananen... Ernsthaft? Dann hast du den Geruch dran und die sind über Tage nicht weg, deswegen kann ich keine Bananen essen. Okay, das ist nicht schlimm. So hat jeder sein Traumata, ne? Also erst Porridge. Ja, jeder... Also ja, guten. Guten. Für mich könnte noch mehr Zimt dran. Aber geil. Wow. der Zimt klebt so ein bisschen nach. Aber ist geil. I like. Ja, ich finde die Konsistenz ganz nice. Weil ich hasse das auch, wenn der so richtig ultra schleimig ist beim Haferschleim. Und der ist nicht so schleimig. Und der Geschmack? Richtig gut. Ein bisschen und ich hätte gedacht, das Buchweizen wäre viel härter. Mhm. Das ist wie Butter. Ja, lecker. Aber es ist keine Butter. Mhm. Mhm. Cheers, Smoothie Cheers. Ich finde, ihr habt das super gemacht. Ja, bist du stolz auf uns? Mhm. Mhm. Cheers, auf dich, Micha. Kurze Bewertungsrunde. 1 bis 5. Humor 5, Style 5 und Geschmack auch. Ey. Also ohne mich selber loben zu wollen, würde ich dem auch eine 5 geben. Ich bin ein kleiner Spielverderber, ich sage eine 4. Warum? Ein bisschen mehr Zimt dran für mich. Okay. Es hat, Man muss selbstkritisch bleiben. Es hat einfach so viel Zimt jetzt schon, dass du so einen leichten Zimtflaum auf der Zunge hast.
Und für mich ist es voll in Ordnung, aber genau, man kann das Ganze mit mehr Zimt natürlich mit mehr machen. Oder mit weniger Zimt machen, aber ihr könnt es zu Hause nachkochen. Ganz genau. Kocht es nach, sagt uns, wie ihr es findet, folgt lieber Con Aqua, Goldeimer, checkt alles aus, was wir machen und ganz viel Spaß beim Kochen. Und guten Appetit. Was? Diese fruchtige Leckerei willst du nachkochen? Hä? Na klar, gar kein Problem. Dieses Rezept und 39 andere gibt's nämlich im Kochbuch zur Show. Kochen für den Arsch von Goldeimer. Hier findest du 40 darmgesunde Rezepte für deine Traumwurst. Das Buch gibt's überall, wo es Bücher gibt. Und nächste Woche gibt es hier ein super easy One-Pot-Gericht mit Anni Hoffmann und Dominik Bloh. Bis dahin, bleibt sauber. Klos für alle, alle für Klos. Ich hab doch noch was für uns. Oh. Ach nee. Prost! Ey, Prost! Viel trinken. Wichtig, wichtig, wichtig. Das ist so. Das sagt unser Athletiktrainer auch immer. Wasser, ey. Man hat immer gedacht, als so Kind, Kaffee, ja, Kaffee ist so ein Erwachsenengetränk. Und als Teenager dachte ich, boah, Alkohol, Bier, so ist total erwachsen. Und jetzt weiß ich, als jetzt, wo ich erwachsen bin, ist es Wasser. Ja, das stimmt. Das ist Erwachsenengetränk.